Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play War for the Overworld. Wir sind immer noch in der Version 1.1.2.2 und ich habe hier schon mal ein kleines Scharmützel vorbereitet, nachdem das letzte Mal das ja eigentlich ganz nett war, habe ich jetzt noch zwei weitere AIs dazu geschaltet und wir spielen diesmal in Teams, damit hier die Ordnung bewahrt wird. Was? Sind sie doch. Was will er denn? Die Spieler, ja, sind sie doch. Die sind verbündet. Was will er denn? Team 1122. Passt doch, hier. Ich drücke einfach mal auf Starten und guck, was passiert. Ich renne da übrigens nebenbei gerade GTA und ich hoffe, dass die CPU das mitmacht und die Grafikkarte und der Rest, der so in dem Gehäuse verbaut ist. Wir werden es sehen. Also hoffentlich sehen wir es nicht. Wenn wir es nicht sehen, ist gut. So, und jetzt gibt es hier ordentlich Bum-Bum, denke ich. Aber die Karte sieht wenigstens diesmal so aus, als könnte man hier vernünftige 5x5 Felder aufziehen. Hahaha. Hohoho. Nein, nein. 4x4. Ach, fuck. Scheiße. Naja. Zu früh gefreut, würde ich sagen. Und das hier wird auch schon wieder so ein ganz komisches Geössel. Dem Gold da. Da müssen wir irgendwie das anders machen. Oh, guck mal, es leckt. Wer hätte das gedacht? Und ich hoffe, dass die CPU von mir, also die CPU, genau. Der Computer, der mit mir zusammenspielt, was kann. Oh, ich hätte gerade richtig Lust auf Command & Conquer. Vielleicht müssen wir demnächst nochmal eine Folge Command & Conquer aufnehmen. Weil Command & Conquer einfach unschlagbar gut ist. Nun ja. Nun denn. Baut schneller. Puss. Ich habe das Mikrofon jetzt diesmal so vernünftig aufgestellt. Your vaults cannot store any more gold. Mimimimi. Dass ich auch alles sehen kann, was ich da tue. Barracks unlocked. Beast den unlocked. Aha. Dass hier nicht alles angelockt wird. Ich hoffe, dass gleich mal Kreaturen angelockt werden. Das wäre schön. Das war diesmal das deutsche Anglocken. Also, ne, ihr wisst schon. Oh, guck mal, was der nicht... Boah, der schießt aber ganz schön weit nach vorne. Arbeiten die wohl auch vernünftig mit mir zusammen? Oder nehmen die mir alles weg? Das würde mich ja mal interessieren. Ob das so ein ekliger, egoistische... Ob das eine eklige, egoistische AI ist? Oh! Da ist was Funkelndes, da will ich hin. Krabb mich da hin. Ganz egal, wie viel Zeit das jetzt kostet. Ich will dieses funkelnde Ding da. Und wir können bestimmt hier nochmal, genau. So, wenn die jetzt dann mal hier was einnehmen. Ja, wenn ich nicht so viel Land abbaue, ich weiß. Wenn ich nicht so viele Sachen hier machen würde, dann würden die es auch schneller machen. Aber... Ja. Wie dem auch sei. Ich... muss warten. Können wir gucken, was er hier so macht. Guck mal, was hat er denn schon? Oh, er hat hier einen Beast denn gebaut. Und ansonsten hat er auch noch gar nichts gemacht. Er erobert einfach wahnsinnig viel gerade. Und genau das gleiche mache ich auch. Bis auf, dass ich das Beast denn nicht gebaut habe. Den Beast denn? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Wie heißt es denn hier? Die Bestienhöhle. Dann nennen wir es das. Beast Den. Warum auch immer. Gut, das kommt ja vielleicht hier hin. Guck mal, hier können wir nämlich jetzt doch einen halbwegs symmetrischen Raum. Naja, nicht ganz, aber ein bisschen. Ein bisschen Symmetrie können wir hier reinbringen. Und warum habe ich das da bauen lassen, nicht da? Jetzt wird das größer. Schade. Und wieder warten. Wir bauen hier eine lustige Bettenburg. Ich werde es niemals anders nennen. Da müsst ihr mit klarkommen. So, und dann kommt hier noch eine Schweinefarm hin. Hier und da. Und jetzt können sie das Gold aufsammeln, weil ich habe gerade ganz viel Geld ausgegeben. Und
Hier könnte man eine Bibliothek hinbauen. Oder eine Bestienhöhle? Nein, eine Bibliothek. Hier kommt die Bibliothek hin. Perception Shrine Clay. Build a larger vault under Lord. Da kommt hier die Schatzkammer hin. So einfach ist das. Und dann kann ich hier nämlich gleich die Brücke bauen. Kleinen Moment. Ich mach das mal fix. Damit die nämlich das das Territorium da unten einnehmen können. Und hier kommt die Bestienhöhle hin. An Oculus has entered your dungeon. Endlich ein Oculus. Kommt hier hin, meine fleißigen Arbeiterchen. Und nehmt dieses Ding ein. Es ist bestimmt toll. Es ist ein Goldschrein. Hier kommt nämlich unendlich viel Gold raus. Das muss ich mit allen Mitteln schützen, das Ding. Ja, ich brauche Mana, um das zu bauen. Schade. Das Ding müssen wir nämlich auf jeden Fall schützen, damit uns das niemand wegnimmt. Das ist wichtig. Und damit hätten wir dann nämlich goldtechnisch erstmal ausgesorgt. Und das ist verdammt gut. Weil wir haben das ja in der letzten Aufnahme gesehen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig ohne Gold. Ja, ja, ja. So, wir brauchen mehr Platz, vermute ich. Das heißt, wir machen hier mal ein bisschen was weg. Das können wir auch mal gerade machen hier. Und dann können wir weitere Gebäude freischalten. Und, was ist hier passiert? Was ist das? Ich will das auch. Gib mir das. Und hier oben ist nix. Okay, wir haben irgendwie ungefähr 0 Kreaturen. Woran auch immer das liegt. Ich habe das doch eingenommen hier oben. Warum kommen denn da keine Kreaturen raus? Mögen die mich nicht? Hier können wir noch einen schönen Raum machen. So. Ja, wir brauchen Platz. Den schaffen wir uns aber gerade. Ja, bis jetzt läuft es doch hier ganz flüssig. Das ist schön. Ich hätte ja fast vermutet, dass das irgendwie nichts wird. Wenn ich nebenbei render, aber offensichtlich funktioniert es schon. Vielleicht, wenn es mehr Kreaturen sind auf der Karte. Vielleicht wird es dann irgendwann schwierig. Ich hoffe nicht. Nun denn. Bauen die jetzt hier die ganze Zeit Gold ab? Ah, man kann das aktivieren und deaktivieren. Also wenn man da kein Gold schöpfen möchte, dann machen sie es halt auch nicht. Wir könnten hier mal noch so ein bisschen Schatzkammer drumherum bauen. Damit die nicht so weit laufen müssen. Aber das hilft auf Dauer, glaube ich, auch nicht weiter. Haben wir das schon? Nein, das haben wir noch nicht. Beim Rechtsklick auf diese Icons kommt ihr übrigens zu dem Raum, falls es den schon geben sollte. Ich hatte den noch nicht. A cultist has entered your dungeon. Und deswegen hatte ich auch noch keinen Cultist. Das wollen wir noch. Wir brauchen noch auf jeden Fall noch eine Kaserne, damit die ein bisschen trainieren können. Workout und so. Jetzt haben wir das, jetzt haben wir das und das haben wir auch. Und jetzt brauchen wir noch eine Gießerei. Die kommt hier hin. Dann können wir nämlich lustige Waffen produzieren lassen. Und auch unlustige Waffen. Waffen? Waffen. Das machen wir auch noch weg. Na, das läuft doch, also bis jetzt auf jeden Fall. Und ein Mana-Schrein? Was macht der? Da muss ich gleich mal hingehen. Gucken, was der kann. Hört sich erstmal ganz gut an. Reduziert die Kosten der Zauber seines Besitzers um 30%.
Das ist praktisch. Das ist wirklich praktisch. Kannst du das einnehmen gerade? Kann ich da nämlich... Genau, dankeschön. Super, und dann als nächstes würde ich sagen, bauen wir eine Taverne, wenn ich dann wieder irgendwo Platz habe. Wie kommt man denn da dran? Soll das sprengen oder so? Kann man das irgendwie wegmachen? Was ist das? Aha. Insufficient Mana. Na. Prospector unlocked. Prison unlocked. Ja, Prison und die Torture Chamber, die brauchen wir eigentlich relativ fix, damit wir unsere Gegner foltern können und wegsperren können und uns die Leichen nicht flöten gehen. Genauso brauchen wir den Friedhof. Das können wir eigentlich alles hier nebeneinander bauen. Hier oben ist ja auch noch massig Platz. Das lass ich mal alles wegmachen. Let's hope your vault is brimming, Underlord. It is payday. Ja, natürlich habe ich genug Kohle, Mann. Was denkst du denn? Ihr habt hier ein bisschen Probleme mit dem Rumlaufen, ne? Dann machen wir das mal anders. Dann baue ich hier nämlich mal überall Brücke hin. Wasser ist eh Quatsch. Wasser braucht kein Mensch. Niemand braucht Wasser. Wo wird denn jetzt hier... Irgendwer hat hier gerade gekämpft. Ah ja, hier unten wird gekämpft. Ich kriege also auch Benachrichtigungen, wenn mein Verbündeter anfängt zu fighten. Und es ist unsagbar laut. Ich weiß gar nicht, warum die das so laut machen. Ich meine, man überhört das Tödö ja sowieso nicht. Hm. Naja, da ist noch Wasser. Das habe ich eben übersehen. Zack. Ups. Den wollte ich gar nicht slappen. Das tut mir leid. Bringt das wohl was, wenn man hier noch was hinsetzt? Nein! Das war der falsche Raum. Das ist die Kaserne hier. So. Ich glaube, ich baue mich erst noch ein bisschen aus. Bevor ich da unten mitmache. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass das noch nicht ausreicht, was ich so an Kreaturentypen habe. Das ist nämlich immer noch keine Kaserne und nee, nicht. Nee, nein, nein, nein! Ich meinte nicht die Kaserne. Ich meinte die Folterkammer und so. Haben wir alles nicht. Ich weiß gar nicht, ob es falsch ist, zuerst alle Gebäude freizuschalten. Eigentlich sollte man das bestimmt anders machen, aber das ist mir egal. Ich könnte mich jetzt umbringen und alles, was ich so hab an Kreaturen, in den gegnerischen Dungeon Core reinstellen, aber ich glaube, das wird langweilig. So, was ich gerade nicht wo ist. Da. Aber der Verbündete, die fighten hier zu zweit. Okay, vielleicht muss ich ihm helfen, sonst verliert er. Und ich möchte nicht, dass er verliert, weil dann muss ich gegen zwei kämpfen. Das wäre irgendwie uncool. Ich schicke mal meine Kreaturen da unten mit rein und gucke mal, was passiert. Warten wir es mal ab. Es ist auf jeden Fall sehr laut. Warum habe ich denn so wenig Mana? Workalot unlocked. Workaholico. Ups. Das war einmal Escape zu viel. Passiert denn noch was? Meine Kreaturen sind schon da. Und leisten sich jetzt hier einen erbitterten Kampf. Gut gegen Böse. Guck mal, ob die irgendwas können. Meine sind nämlich noch nicht so stark. Und das ist viel zu laut, Mann. Ich reiß die Flagge erstmal wieder ab. Das
ist mir gerade so ein bisschen zu heikel hier. You cannot store more gold. Der Orangene hat nämlich sau. Your minions are under attack. Der hat sau viel Kram. Und hier grenzt dann nämlich auch schon mein Gebiet an das gegnerische Gebiet. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal dicht. Gleich. Wenn das nur eine Holztür ist. Wir müssen hier nicht durchlaufen können. Und dann kommen hier noch ein paar Traps hin. Hier oben. Ah, hier oben ist auch nochmal ein Durchgang. Wir müssen uns da so ein bisschen absichern. Das kriegen wir hinterher böse aufs Maul. Wooden door complete. Ach, da kann man ja überall nichts hinbauen, weil da überall Sand ist. Ah. Okay. Your vaults cannot store any more gold. Dann müssen wir uns vielleicht. Your minions fight the enemy. Hier durchgraben. Wieso greifen meine Minions die Gegner an? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Your allies' dungeon core is being attacked. What? Ist doch gar nichts. Mein Gott, da sind zwei Minions gewesen. Beruhig dich. Wir müssen uns auf jeden Fall um Defense kümmern. Blade Lotus unlocked. Okay, hier ist aber. Der ist doch safe hier. Und meine Minions laufen aber auch beim Gegner. Was ist denn. Was? Jetzt hat er da einen Durchgang gegraben, ich glaub's nicht. Ja, danke. Vielen Dank. Hier kommt ein schöner Kerker rein. Jetzt kommt der Gegner aber wirklich nah. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich, dass die anderen besser sind als wir beide hier. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass wir das Spiel nicht gewinnen. Your minions have engaged the enemy. Was? A crackpot has entered your dungeon. Torture chamber unlocked. Barracks upgraded. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Party. Das reicht aber schon. Ich habe echt keinen Bock, alles zu verlieren. Hier ist übrigens der Dungeon Core. Könnt ihr einfach mal spaßeshalber alle Diener da unten reinjagen und gucken, was passiert. Warten wir es einfach mal ab, was die so machen, wenn man da einfach durchrennt. Your minions are fighting the enemy. Kann man einfach so durchrennen? Das wäre nämlich, das habe ich mir vorhin schon überlegt, bevor ich gespielt habe. Das wäre ein ziemlich mieser Trick, Gegner zu besiegen. Wenn man da einfach, also egal wie schwer die sind, na gut, wenn sie einen natürlich zerstören auf dem Weg, ist schlecht, aber wenn man einfach durchmarschiert, gut, dafür bin ich wahrscheinlich noch nicht genug und werde jetzt tierisch auf den Arsch kriegen. Aber versuchen kann man es ja mal. Und man kann dann natürlich auch noch, wenn man den Zauber hat, habe ich, da nochmal mit reinheilen.
Ja, Mann, ich habe keinen Mana mehr. Aber eigentlich könnte man jetzt hier einfach aufhauen. Es wird aber nicht ausreichen. Okay, lass mir den Quatsch. Lauf wieder zurück. Your allies dungeon core is being attacked. Okay, das war dumm. Das war dumm. Das machen wir vielleicht besser nicht nochmal. Aber ich hab's versucht. Bombard complete. You have insufficient mana to cast. Wieso habe ich so wenig Mana? Ach, weil ich die ganze Zeit nichts entwickle, ne? Core is being attacked. Spirit chamber unlocked. Diese Trompeten gefallen mir überhaupt nicht die ganze Zeit. Kommt da noch irgendeine Kreatur von mir wieder rauslebend? Let's hope your vault is brimming, Lord. It is paid. Naja, Kohle habe ich ja wohl genug. Your allies dungeon core is being attacked. Auch eine Gruft und ein Heiligtum. Ich baue jetzt hier kleine Räume, damit ich überhaupt die Kreaturen anlocken kann. Ah, jetzt nehmen wir das hier endlich ein. Not enough mana. Macht einfach schneller hier. Kommt los! Arbeite! So. Jetzt können wir 4 Leute theoretisch foltern. Oh. Und da kommt aber schon der Gegner rüber. One of your minions has seen far larger dungeons in his time. A succubus has entered your dungeon. You have insufficient mana to cast that spell. Ah, Mano. Okay, wir haben sogar schon was gefangen. Guck mal. Archive, upgrade. Wir haben 2 von dem Orangen angefangen. Die können wir dann auch direkt in die Folterkammer stecken. Zack, zack. Und das hat ja gut geklappt. So, einmal voll daneben. Nein, jetzt hat er die auch noch zurückgerufen. Shit. Ist das jetzt ernst da oben, oder was? Oh ja, der hat da tatsächlich... schon Gegner drin stehen. Your allies dungeon core is being attacked. Das müsste man doch aber schaffen. Das sollte doch wohl gehen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das war halb so wild. Ich glaube, wir brauchen wieder ein paar Worker. Nö. Haben wir nicht. Dann eben nicht. Was ist das hier? Es ist so leer hier. Das kann gar nicht sein. Und was macht der denn da? Hier laufen überall gegnerische Minions bei mir rum. Was ich eigentlich auch nicht gut finde. So gar nicht. Und gibt es nicht irgendwo so ein Wall Breach Dingen? Boah. Wo kommen die denn alle her? Hallo? Wieso kann ich hier nicht reinschmeißen?
kann doch nicht sein, dass ich dir immer daneben fallen lasse. Was ist denn da? So, der ist drin. Und der ist auch drin. Na, jetzt hat's geklappt. Hm. Warum auch immer das eben nicht funktioniert hat. So, meine Kreaturen muss ich mal kurz hier bei mir haben, damit die ein bisschen was machen. Ich hätte auch gerne eine Succubus da unten. Die da ein bisschen foltert. Aber dazu kann ich die ja nun jetzt auch nicht zwingen. Was machen die da? Irgendwas. Und hier oben. Okay, ich verstehe nicht so ganz, was da. Was meine Menschen da machen, aber. Kannst du da mal. Könnt ihr da mal ein bisschen foltern? Danke. Die Kreaturen kann ich nämlich gut gebrauchen. Bricht mal den Willen. Deren Willen. Und dann. Packen wir das. Portcullis unlocked. Rampart unlocked. Ah, fuck, was hat Elna? Oh oh. A Chanda has been converted in your torture chamber. Your minions are in combat. A ghoul has risen in your crypt. Your vaults cannot store any more gold. Das ist wieder dieses Monsterviech, dieser Elite-Putzi. Und dass der Gegner den schon hat, ist ein relativ schlechtes Zeichen, finde ich. Mach den mal tot. Und alles, was hier sonst noch so rumfleucht und kreucht. Er ist wenigstens nur Level 1. Ich weiß gar nicht, ob der ein anderes Level überhaupt erreichen kann. Aspekt unlocked. Bombard complete. Your ally's dungeon core is being attacked. Ja, mach das Ding jetzt tot. Mach das einfach tot. Nachdem das ungefähr 200 Kreaturen von mir gekillt hat. So viel kann ich nicht foltern. Wie wir gerade. Oh, Mann, Mann, Mann. Hier passiert schon wieder so viel. Fortify unlocked. Fortify unlocked. Hier ist dann auch schon wieder ein Durchgang zum Gegner. Dann sollte man hier auch noch. Mal zwei Fallen aufstellen, damit die sich ein bisschen wehren können. Gegen diesen Krempel, der hier ankommt. Hier wird wieder fleißig gefoltert. Perfekt. Ja, ich brauche auch kein Gold mehr. Lass mich in Ruhe. Hier ist gleich. Oh, guck mal, hier ist jetzt eine Anzeige. Wie lange die schon gefoltert, also wie fertig die gefoltert sind. Der ist gleich richtig fertig gefoltert. Zack. Schnapp ich mir die ganzen starken Kreaturen daraus. Und lass die für mich arbeiten. Es klappt halt einfach nicht immer, die da reinzusetzen. Und ich weiß nicht warum. Nee, die Stufe 1 Kreatur kommt gegen zwei Kanonen nicht an. Ist so mal so. Deswegen baue ich auch noch eine dritte hin. Your creatures are in combat.
So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir haben insgesamt 17. Nee, stimmt gar nicht. Bombard complete. Wir machen da jetzt einfach nochmal einen Durchmarsch. Einfach weil ich es kann. Halt, Moment. Stopp. Ich rufe die erst alle hier zusammen und schicke sie dann weiter. So machen wir das. Dann haben wir die nämlich alle schön vereint. Kommen wir so Stück für Stück irgendwo an. Das ist gut. A minion has entered your dungeon. Arcog. Das habe ich nämlich auch. Ja. Arcog. Das habe ich auch so einen tollen Helden. Nicht nur ihr habt sowas. Nein. Ich habe sowas nämlich auch. So, und jetzt, wo wir gerade hart fighten. Werde ich es einfach nochmal wagen und einen Gegner hier ausboten. Wir laufen einfach durch. Gucken, was passiert. Mit ein bisschen Glück passen die hier nämlich nicht so stark auf, sind gerade relativ beschäftigt. Der Rot hat hier eh nicht so viele Einheiten, das ist hauptsächlich der Orange, ne? Ein Diener hat deinen Dungeon getroffen, ja, das ist doch schön. So, und jetzt sehen wir zu, dass Türkis hier einfach durchrennt. Guck mal, der Rote merkt es gar nicht. Der Rote kann nämlich gar nicht so schnell nachkommen. Das ist der Trick. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwie Früchte trägt, was wir hier machen. Und ich sollte aufhören, mir die ganze Zeit die Hand vor dem Mund zu halten, weil ich so aufgeregt bin. Oh, oh, oh. So. Weil die beiden sind schon heftig. Habe ich nicht noch mehr Gegner? Einheiten? Guck mal, das Schutzschild haben sie weg. Jetzt, Achtung. Ja, jetzt haben sie das Schutzschild kaputt gemacht. Jetzt wollen wir mal gucken. Was wir den Rest auch noch kaputt kriegen. Ich glaube, das wird nichts. Egal, ich lasse sie da einfach weiter draufhauen. Nope. Aber es war eine nette Idee. Regeneriert sich das Ding wohl? Nee. Es regeneriert sich nicht. Schade. Noch so ein Angriff und wir hätten's. Jetzt habe ich keine Kreaturen mehr. Oh doch, da sind ja noch einige. Aber die sind jetzt alle nicht mehr trainiert. You cannot store more gold. So, irgendwo kann man hier. Da, so eine Wühlmine brauchen wir. Aber ich glaube, den Roten haben wir ganz schön auf den Arsch gehauen. Das ist nicht schlecht. Your vaults cannot store any more gold. Ich brauche doch gar kein Gold mehr. Hauptsache, ich bin hier gerade in Sicherheit. Und wir kriegen gleich irgendwie wieder Kreaturen. Und die haben meine Verteidigung da unten kaputt gemacht. Was soll das denn? Okay, dieses Geräusch ist ein bisschen nervig. Und was sagt denn mein Kreaturen-Dings? Boah, die sind halt alle auf Level 1. Das ist schlecht.
A Chanda has been converted in your torture. Yay! Können wir den nächsten da reinsetzen? Da hole ich mir die Kreaturen, die ich eben da geopfert habe, jetzt einfach so wieder zurück. Und kämpfen auch. Machen nichts anderes als kämpfen, ja. A cultist has been converted in your torture chamber. A ghoul has risen in your crypt. Your minions are fighting the enemy. Juhu. Ah, ich habe eine Ratte in der Hand. Mein Gott. So, den nehmen wir und packen den da rein. In der Hoffnung, dass er gleich zu uns gehört. Chanda has been converted in your torture chamber. A ghoul has risen in your crypt. Ich könnte gleich nochmal so einen Angriff probieren. Und irgendwie darauf hoffen, dass das durch irgendeinen dummen Zufall funktioniert. Das wäre ganz doll toll. Und jetzt bauen wir so einen Underminer. Dahin. Dann kann ich nämlich vielleicht diesen Dungeon-Eingang, wie heißt das? Gateway? Irgendwas? Underworld Gateway freischalten. Dann kriege ich nämlich mehr Kreaturen, hoffe ich. Das wäre gut. Die können wir nämlich gebrauchen. Das ist jetzt fertig. Underminer complete. A Chanda has been converted in your torture chamber. Jetzt habe ich es angezündet. Achtung! Jetzt knallt es da gleich. Die wühlt sich nämlich jetzt in den Boden und macht dann Boom. Siehst du mal. Alter, hat die viel auseinandergerissen. Oh, nicht schlecht. Das gehört uns jetzt gleich. Das gibt ein paar neue schicke Kreaturen. Und wir können hier wieder zwei raussammeln. Ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht gerade laufen könnte. Wobei, wenn der da unten auch das mit dem Verlies macht. Zack. Das Gateway gehört mir. Your vaults are full of gold. Perfekt. Your allies' dungeon core is being attacked. Wie viele Kreaturen habe ich jetzt? Steht gar keine Summe irgendwo. Das wäre schön. Ich glaube, das reicht noch nicht. Auch wenn da so ein paar Your Level abmachen. Minions are being attacked. Your allies' dungeon core is being attacked. Foundry upgraded. Frostweaver unlocked. Glacial door unlocked. Ja, das ist schön und gut. Habe ich schon eine Taverne? Ich habe noch keine Taverne gebaut. Dann holt euch irgendwo hier einen Schluck zu trinken. Oh oh. Ich sehe so ein bisschen schwarz. Und ich brauche definitiv mehr Verteidigung. Ich habe jetzt mal diesen anderen Typen gerufen. Da ist er. Oh. Er sieht böse aus. Oh, ich habe einen Stufe 4 Typen gefangen. Können wir den mal foltern gleich, bitte? Bombard complete. Well of Souls unlocked. Und das hier fertig machen. Das wäre top. Aber hier wird ja schon fleißig weiter gefoltert. Gut, gut.
auf. You've lost control of a perception shrine. A chanda has been converted in your torture chamber. Your vaults cannot store any more gold. Perception shrine claim. So, jetzt haben wir da oben ein bisschen für Verteidigung gesorgt. Und schon wieder neue. Okay, Orange hat glaube ich gerade alles hier oben. Das ist für mich der Zeitpunkt, wo ich hier... Geh mal hier hin. Ich rufe hier mal alles zusammen und mache gleich mal einen Angriff. Ich probier das einfach nochmal. Ruf da mal alles zusammen. Oh, das war einmal zu viel. So ein bisschen laggy wird es dann doch. Jetzt, wo ich wo hier so viel Party ist. So, habe ich nicht hier eben alle zusammengerufen? Warum kommt denn keiner? So, wenn die den Chor nicht repariert haben, schaffe ich das. Ich probier's nochmal. Attacke! Your allies dungeon core is being attacked. Vollgas, jetzt habe ich nämlich meinen Helden auch dabei. Your allies dungeon core is being attacked. Gargoyle unlocked. Build a larger vault underlord. Jetzt macht bitte nicht hier ihn kaputt. Schaffst du das? Das schafft er, der hat noch Kreaturen da. Aber das schafft er nicht. Ach, da hat das doch wieder repariert. Aber ich habe viel mehr jetzt diesmal noch. Und er hat wirklich kaum Kreaturen da. Okay, der Rote ist weg, glaube ich. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber der ist hin. Perfekt. Zurück. Den Roten habe ich gerade gekillt. Bam. Okay, das kann doch ein ganz nützlicher Trick sein. Wenn man keinen Bock mehr hat, sich hier auf der Nase rumtanzen zu lassen. Und jetzt können meine Minions eigentlich anfangen, hier unten Gebiet einzunehmen. You have insufficient mana to cast that spell. Wie, die Brücke gehört nicht mehr mir? Was soll denn das? Your minions are under attack. Wieso gehört das alles nicht mehr mir? Das kann gar nicht sein. Your allies' dungeon core is being attacked. Hallo, ich habe den Roten doch komplett rausgenommen. Es kann nicht sein, dass das immer noch so schwierig ist da oben. A ghoul has risen in your crypt. Foltern wir mal die letzte rote Kreatur. Your allies' dungeon core is being attacked. Ja, solange sie meiner ist, ist es halb so wild. Ich würde sagen, das Spiel haben wir gewonnen, denn es steht 2 zu 1. Auch wenn der die ganze Zeit auf die Schnauze kriegt. Ich werde jetzt hier anfangen, das gegnerische Gebiet einzunehmen, auch wenn das sehr lange dauert, wenn hier keine Minions sind. Wo sind die alle? Alle laufen so weg. Das ist ja doof. Wo ist denn hier dieser Minion-Speed-Zauber?
Tempo habe ich schon freigeschaltet. Outpost unlocked. A ghoul has risen in your crypt. Your vaults cannot store any more gold. A ghoul has risen in your crypt. A ghoul has risen in your crypt. Ja, es sind sau viele Ghouls. Das ist sau ghoul. Assembly unlocked. Your taverns have run out of micro piglets, Underlord. What? Your minions fight the enemy. Also der Rote macht doch nichts mehr. Der kann nicht mehr fighten. Aber ihr könnt hier mal. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir spielen jetzt mal ein bisschen rum. Jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Ruhe. Lass da mal so ein Ding hinbauen und da. Und da, wir bauen hier mal eine vernünftige Taverne auf. Ich spreng hier jetzt alles in die Luft. One of your minions has created a masterful house of cards. Einer meiner Minions hat ein Kartenhaus gebaut. Construct complete. Da freue ich mich aber. Wo ist es fertig? Irgendwas ist fertig, da. Das können wir schon anzünden. Das können wir anzünden. Oh, jetzt knallt sie aber gleich richtig. Boom! Boom! Ah, das ist Bedrock oder sowas, den kann man nicht sprengen. Schade. Your allies' dungeon core is being attacked. Hier stehen noch Kreaturen von mir rum. Your vaults cannot store any more gold. Könnt ihr euch mal bewegen? Wenn der Orange sich nämlich jetzt das ganze Rote holt, dann wird er groß. Und dann wird es vielleicht gefährlich. Aber jetzt sind meine Minions hier unten dabei. Das, Einzug nehmen! So, schon wieder jemand fertig gefoltert. Wo kommen denn die Roten noch her? Die sollte es doch eigentlich gar nicht mehr geben. Dachte ich. Okay, ganz einfache Sache jetzt hier. Zack. Ich jag da unten alles durch. Machen wir es einfach tot. Hey. Man muss sich ja auch mal was gönnen, ne? Mal jetzt hier einfach, ohne die vorher zu sammeln, reiten da jetzt einfach ein. Da er hier oben permanent angreift, dürfte das nicht so das Problem sein, den unten wegzuschlucken. Revelation. Oh, er hat Schluck gesagt, ja. Beast Den upgraded. Ember Rift unlocked. Volcanic Bridge. Er erzählt jetzt einfach noch ein bisschen. Und ich gucke mir hier unten an, was hier passiert. Ja, die erste Kreatur von mir ist nämlich gleich schon da. Und die Maus hängt gerade. Wir müssen uns das jetzt mal so angucken. Okay. Das haben wir definitiv gewonnen, weil so viele Kreaturen von mir können die gar nicht, da können die nichts mehr gegen machen. Die sind absolut wehrlos dagegen. Zack, jetzt ist der Schutzschild weg und ich habe da noch alle Kreaturen stehen und das war's. Guck mal. Da habe ich die einfach so weggeklatscht. So kriegt man auf jeden Fall die mittlere AI noch locker kaputt. Ich hoffe mal, dass es sich jetzt nicht aufhängt. Ja. Okay. Das war's. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Let's Play War for the Overworld. Tschüssi!